Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play hier bei Outlast 2. Wir machen natürlich direkt mal dort weiter, wo wir in der letzten Folge stehen geblieben sind. Denn ihr seht schon, wir befinden uns in einer Kapelle und ja, ich weiß, hier läuft es gerade gar nicht gut. Überall nur Drecksleichen und wir haben eigentlich die Person ganz kurz am Ende noch kennengelernt. Der wurde aber leider gefoltert und auf seine Brust wurde auch noch Judas drauf gekritzelt. Das heißt drauf gekritzelt, eher geritzt. Und das war seine Frau. Die wurden beide zu Tode gefoltert, weil der Mann wusste tatsächlich, wo unsere Frau ist. Also Lynn, er wusste tatsächlich, wo sie ist. Und wir haben erfahren, sie befindet sich in den Minen. Und die Frau, die uns, weil ja gut, sie hat uns nicht entführt, aber unsere Frau, die uns entführt hat, heißt Val. Die uns, naja, abgeleckt hat, sagen wir mal so. Übrigens, eine kurze Info für euch alle da draußen. Ich nehme das quasi zum zweiten Mal auf, weil mitten im Drehvideo oder mitten im Dreh wurde alles pausiert. Also die Aufnahme von OBR Studio und dann noch von Audio City wurde alle pausiert, weil es hat gemeckert, wenig Speicherplatz. Speicherplatz ist voll. Was ich auch zum Beispiel sage oder finde, total komisch. Ich habe doch gar nichts gemacht, aber hat gemeckert. Dann ist mir aufgefallen, dass es irgendwas wieder in OBS lag. Also ich habe irgendwas aus Versehen was eingestellt, was ich nicht wollte. Ja. Aber Gott sei Dank ist das Spiel auch in Kapitel unterteilt. Deswegen konnte ich irgendwo wieder anfangen, wo ich nochmal das Ganze erleben konnte. Besser gesagt, die Kapelle. Natürlich musste ich wieder diese gesamte Runden laufen, zum Beispiel von der Axe Lady. Ich musste nochmal von der Axe Lady fliehen. Ja, also den Anfang kenne ich noch ganz gut. Aber keine Sorge, Leute, so weit bin ich jetzt auch nicht gekommen. So, hier sind wir auf jeden Fall richtig. Hallo? Was wir brauchen, ist wirklich Verband. Könnte Verbände gebrauchen. Wie viele Batterien habe ich eigentlich noch? 2 Stück, als ob. Ich könnte schwören, es waren mehr. Ich habe auch wirklich keine verbraucht. Also ich habe nur eine genommen. Schön alles zumachen. Oh, das ist der Mond. Der hält so schön. Ich will hier raus. Ich komme erst, wenn es Tag ist. Ich glaube, das stört nicht Lynn. Ich komme erst am frühen Morgen. Ich bin auch so müde. Alles klar. Okay, hab's schon kapiert. Eine Batterie zum Mitnehmen. Und here we are. Schnell runter. Und gespeichert. Wunderschön. Es ist nur eine Statue. Ich dachte schon, das wäre jetzt eine Person. Aber wer würde denn bitte schon so groß sein? Axe Lady doch nicht. Doch, Axe Lady schon, aber ich habe von Axe Lady eher sehr, sehr große Angst. Hallo. Ich bin kein Einbrecher. Ich suche nur meine Frau. Ich habe eine Erlaubnis, dass ich das hier filmen darf. Also, keine Sorge, Vater Knot erlaubt das. Das ist alles für einen Dokumentarfilm. Okay. Hey Doggy, warum sind da so viele Kinderleichensäcke? Oh Gott. Okay. Schnell hier raus. Und nachladen. Okay, die sind irgendwo wieder draußen und die suchen nach uns. Warum denken die, ich bin hier? Ich kann auch komplett woanders sein. Wir gehen einfach geradeaus. Okay,
Hier ein bisschen ausweichen. Okay, sprinten, 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 sprinten. Jawohl. Und genau. So will ich das sehen. Schnell zumachen und absichern. Gut, und genau hier, Leute, genau hier ist das Spiel abgestürzt. Was heißt das Spiel? Die Aufnahme quasi. Da hat es gemeckert, ja, zu viel Speicherplatz ist voll. Pech gehabt. Das ist so ärgerlich, Leute. Das ist wirklich so ärgerlich beim Aufnehmen. Alter, warum vibriert das das ganze Zeit hier? Okay, was? Ich habe ein Rad. Okay, geil. Und eine Batterie. Wunderschön. Alter, was ist mit der Musik? Die wird auf einmal so laut. Okay, muss ich jetzt hier lang? Was zur... Hä? Ich hab nichts gemacht. Alter, was war das, Blake? Warum hast du nach da geschaut? Ich dachte, da wäre jetzt einer. Aber ich muss hier. Okay, und jetzt drehen, 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 drehen. That should do the trick. Jo. Und das heißt, ich muss wieder zurück. Oh, gleich passiert doch irgendwas. Was? Ach, war ich das? Oh Gott, was habe ich gesagt? Was habe ich gesagt? Was passiert doch? Shit, shit, shit. Wo muss ich hin? Ich laufe irgendwo. Wo muss ich hin? Alter, Blake. Hä? Was zur... Hä? Hä, irgendwas stimmt mit mir nicht. Alter, Blake. Was zum Teufel? Irgendwas stimmt mit ihm nicht. Schnell verstecken. Ohne Witz, Leute. Irgendwas stimmte nicht, weil... Er war irgendwie total langsam. Okay, da ist einer. Aber ganz ehrlich, wo muss ich denn jetzt hin? Wo muss ich denn hin? Ich kann ja nicht die ganze Zeit überall herumlaufen. Da ist einer. Muss ich hier nicht nach oben? Ich riskiere es. Hier kann ich auch nichts mehr machen. Am besten ist es, wenn wir ihn gleich einsperren. Ach nee, er hat die Tür geschrottet. Obwohl, doch nicht, doch nicht. Hahaha, Lappen. Schnell verstecken. Jetzt mal im Ernst, wo muss ich denn hin? Es kann doch jetzt nicht sein, dass ich überall irgendwo herumlaufe und ich finde nichts. Er ist noch irgendwo im Raum. Vielleicht muss ich wieder da raus.
im großen Gebiet, wo die ganzen Felder sind. Und vielleicht ist da ein Eingang. Weil hier sich nichts... Ah, ein Verband. Oh, Gott sei Dank. Ich muss zurück. Oh. Hier irgendwo? Das macht aber gar keinen Sinn eigentlich. Ich hab mich verlaufen. Seht ihr, Leute? Irgendwas stimmt mit ihm nicht. Irgendwas stimmt nicht, weil er wird immer langsam. Oh, alter Blake, Kumpel. Nee, von hier bin ich gekommen. Alter, was ist mit ihm los? Oder will das Spiel mir sagen, ich muss mich fangen lassen? Aber es macht keinen Sinn. Ich verstehe echt nicht, was muss ich hier machen? Was übersehe ich? Jetzt bin ich wieder hier. Irgendwas stimmt doch was mit mir nicht. Das sieht hier auch. Hier war ich ja auch. Muss ich mich fangen? Weil, warum wird er hier so langsam? Moment mal, Moment mal. Moment mal, Moment mal. Nee. Nee, shit. Okay, ich kann nicht rüberspringen. Ich dachte, das wär's. Ja, ja, ja. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Weg, 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 Pfoten weg, Alter, weg, 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 weg. Alter, 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 komm, 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 komm. Ah, wegkicken. Ja, jetzt bin ich tot. Ich check's nicht. Ich check nicht, was wir machen müssen. Wo müssen wir hin? Ja, es dreht sich, es dreht sich, es dreht sich, es dreht sich. Moment mal, nee. So, wir setzen das jetzt hier ein. Wir drehen, 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 drehen. Das sollte klappen, ja, aber was soll klappen? Oh. Verdammt!
Oh! Oh! Oh Gott, ey. Ja, komm, kommt. Das ist wirklich extrem blöd, wenn man nicht weiß, wohin. Und das haben wir jetzt gerade. Ah, er ist immer noch den gleichen Shit. Was übersehe ich? Weil hier ist nichts. Irgendwie muss ich diesen Rad... Aber... Oh, lass... Oh, ich hab's gecheckt, Leute. Das ist echt fies, Leute. Das war jetzt echt fies. Dort unten war ein Eingang. Man muss dort unten kriechen. Das war jetzt richtig, richtig mies. Das sollte den Trick machen. Ich weiß nicht, ob das jetzt eine gute Idee war. Kommt er noch? Wird lauter. Ich glaube, der kommt jetzt. Ja, der kommt. Sollte ich mich beeilen. Hey! Oh, 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 schnell. Oh, du. Ja. Oh, weg da. Oh komm, okay, wisst ihr was? Ich hab einen Plan. Komm, ja. Oh. Das ist so mies. Oh. Okay, aber sobald ich das jetzt gedreht habe, sprinte ich dermaßen jetzt dorthin, dass sie mich nicht kriegen. Ich werde jetzt wie Flash. Weil mit dem einen Kerl hat es ja auch ewig gedauert. Ich habe mich versteckt um nichts. Und Blake ist so blöd und der legt sich auf der anderen Seite hin. Also Leute, also Blake, sei ein bisschen vernünftig. Es geht um dein Leben. Das sollte den Trick machen. Mann, geh doch nicht hier durch den Spalt. Schnell. Ja. Oh, na bitte. Oh, sind wir jetzt frei? Ich glaube, wir sind frei. Ja, gespeichert. Endlich. Oh, Leute, endlich kommen wir weiter voran. Oh, das wurde auch Zeit. Oh, nichts wie weg hier. Meine Güte, also ganz ehrlich, Leute. Würdet ihr auch hier so lange rumlaufen? Hättet ihr es sofort gesehen? Was zum Shit bin ich jetzt gelandet? Es wird nur noch abgefuckter. Wo müssen wir jetzt überhaupt hin? Hier lang? Oh. Das ist auch mal nicht Axe Lady, oder? Das war jetzt nicht Axe Lady. Ist hier irgendwas? Nee. Ich könnte durch das, wenn ich die Gate öffnen könnte. Die Tür.
Für einen Haken. Shit, ich brauche einen Haken. Wahrscheinlich da, wo die Lady war. Das kann gut möglich sein. Das ist wahrscheinlich sein Revier. Ihr Revier, meinte ich natürlich. Ich möchte mich nochmal entschuldigen. Erstens, ich darf das. Ich habe eine Erlaubnis. Und können wir nicht reden? Aber nee, ihr müsst nur so beten, beten, töten, töten. Das könnt ihr. Mann. Also Blake ist heute etwas durch den Kopf. Dachte schon. Ich dachte, da wäre jetzt jemand. Ich will doch nur einen Haken. Vorspuren. Ach, hier geht es zu einem Minen. Okay. Alter, hier sind ja überall tote Kühe. Und der hängt falsch herum. Boah, Leute, das ist ja eklig. Das ist ein toter Bauernhof. Ey, also, da will ich glatt den Appetit. Ich glaube, hier kann ich Blut baden. Ich kann Blut baden. Alles klar. Und gespeichert sogar. Meat hung to cure. Hooks through their Achilles tendons. Jo, alles klar. Achso, hier gehe ich wieder zurück. Okay. Ich wollte schon sagen, warum sieht man das so ein bisschen verschwommen? Verzeihung. Jetzt müffle ich mich. Ich stinke wie eine Sau. Ich denke immer, ich höre jemanden. Okay, hier ist nichts. Auch wirklich gar nichts. Nicht mal eine Batterie. Also, meine lieben Freunde, ich denke mal, hier wird Fleisch gemacht. Hier wird Fleisch produziert. Oder... Ach, da ist der Haken. Leute, aber wisst ihr was? Ich wette, gleich passiert doch mal was. Gleich passiert doch was. Das ist eine Falle. Ich kann da hin? Okay, Martha. Meine meistgeliebte, meine... Nee, das muss ich wieder anders machen. Ich weiß, das ist kein perfekter Ort, aber ich muss es lesen. Text anzeigen. Martha, meine meistgeliebte, meine Jagdhündin, mein Racheengel. Wel hat Tempel Gatte verraten? Hat Gott verraten? Hat mich verraten? Sie tief... sieh tief in den Herz und nimm deinen Hass und mache ihn zur Strafe dieses verfaulten, ketzerischen Schweinefickers.
Val muss leiden und um Vergebung betteln, die du ihm nicht geben wirst. Val muss in der Dunkelheit sterben, vernarbt von Gottes Liebe. All jene, die Val folgen, sollen vor dem Tod um Gnade betteln, die dein Herz nicht kennt. Lass Gott für dich gnädig sein, damit du es nicht sein musst. Papa liebt dich. Gott vergibt dir. Knot. Okay. Moment mal, heißt das, Martha ist die Axtlady oder verwechsel ich mit jemandem? Weil sie sagt auch irgendwie so, ja, Jägerin. Komme ich wieder hier hoch? Das ist, glaube ich, meine Frage. Ja, ich sehe ja die blutigen Hände. Ah, es passiert doch mal was. Okay. Ich komme ja gar nicht raus. Ah, oh, wollte schon sagen. Haha, verarscht. Edgy Badge, na 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 na, bla 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 bla, ihr habt mich, ich nicht. Bin ich überhaupt hier richtig? Ja. Ja, genau, hier war die Hütte. Da ist, was auch immer, hier Leichen. Oh, 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 hier war die Scheune. Einfach durchquetschen. La 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 la, ich gehe einfach weiter. Ich mach das jetzt da dran. Hä? Was? Oh, Axt. Ah! Oh, das Spiel wird mich noch verarschen. Alles klar. Schnell ziehen. Ja, woher sollte ich wissen, da war jetzt eine Kette. Schnell. Oh, Axel, nein, pfui, pfui, boah. Genau in die Fresse. Genau so will ich das sehen. Oh. Das hast du sehr schön gemacht, Blake. Einfach auf die Fresse. Okay, Leute. Ich sehe gerade auf die Zeit, uns ist halt ziemlich knapp, also wir haben ein bisschen übertrieben oder besser gesagt überzogen, aber Leute, ich denke mal, hier wäre auch perfekt die Folge zu beenden. Ich hoffe natürlich, die Folge hat euch wieder mal gefallen. Wenn ja, dann lasst doch gerne ein Like da oder schreibt doch wenigstens was Nettes in den Kommentaren, denn das würde mich natürlich super duper mega freuen. Okay Leute, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal hier bei Outlast 2. Macht's gut, bis bald und haut rein. Tschüss.